im nächsten letzten Krieg wird das ja anders sein. Aber der vorige Kriegsschauplatz war polizeilich abgesperrt. Das vergisst man nämlich häufig. Hinter dem Gewirr der Ackergräben, in denen die Arbeiter und Angestellten sich abschossen, während ihre Chefs daran gut verdienten, stand und ritt ununterbrochen auf allen Kriegsschauplätzen eine Kette von Feldgendarmen. Die Feldgendarmen sperrten den Kriegsschauplatz nicht nur von hinten nach vorn ab, das wäre ja doch verständlich gewesen, sie passten keineswegs nur auf, dass niemand von den Zivilisten in seinen Tod lief, der nicht für sie bestimmt war. Der Kriegsschauplatz war auch von vorn nach hinten abgesperrt. Von welchem Truppenteil sind Sie? Fragte der Gendarm, wenn er auf einen einzelnen Soldaten stieß, der versprengt war. Sie, sagte er. Sonst war der Soldat du und in der Menge ihr. Hier aber verwandelte er sich plötzlich in ein steuerzahlendes Subjekt, das der bürgerlichen Obrigkeit untertan war. Der Feldgendarm wachte darüber, dass vorn richtig gestorben wurde. Da gab es 4 Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen war der Mord obligatorisch. Während er eine halbe Stunde davor entfernt ebenso streng verboten war. Sagte ich Mord? Natürlich, Mord. Soldaten sind Mörder. Die Gendarmen aller Länder hätten und haben Deserteure niedergeschossen. Sie mordeten also, weil einer sich weigerte, weiterhin zu morden. Und sperrten den Kriegsschauplatz ab. Denn Ordnung muss sein. Ruhe, Ordnung und die Zivilisation der christlichen Staaten.